Was? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich 15 Dinge, die man als Lipödem-Patientin nicht mehr hören kann für euch. Die Lipödem-Patientinnen unter euch, die kennen das ganz bestimmt, werden vielleicht auch hier und da schmunzeln können, aber wenn es nicht so traurig wäre, es geht natürlich trotzdem um ein sehr ernstes Thema, nämlich um die Krankheit Lipödem. Wenn ihr also nicht wisst, was es mit dieser Krankheit auf sich hat, dann kann ich euch dieses Infovideo von mir empfehlen. Da erkläre ich alles ganz genau, aber ich würde sagen, jetzt geht es los. Los mit dem Video. Punkt Nummer 1. Du müsstest einfach mal etwas mehr Sport machen. Du solltest wirklich besser auf deine Ernährung achten. Ach, du hast vielleicht etwas viel drauf, aber du hast echt ein schönes Gesicht. Du bist auch trotz Lipödem eine schöne Frau. Männer mögen kurvige Frauen eh viel lieber. Also du hast aber starke Zellulite. Oder wie Männer sagen, also du hast wirklich starke Zellulose. Hast du es vielleicht schon mal mit einem Peeling probiert? Wirklich schade, dass du abgesagt hast. Es war so ein schöner Tag. Sind das deine Stützstrumpfhosen? An dieser Stelle eine wichtige Sache, Leute. Stützstrumpfhosen bekommt man für 2 Euro noch was in der Drogerie. Aber das, was wir Lipödem-Patientinnen tragen, das nennt sich Kompressionsstrumpfhose. Und die kosten schon mal locker zwischen 300 bis 700 Euro, wenn nicht noch mehr. Punkt Nummer 11. Ist dir nicht zu heiß in deiner Kompression? Also ich würde mich ja totschwitzen. Och, also nee, du, ich trage die wirklich gern. Vor allem so bei 30 Grad im Schatten. Das ist super angenehm, kann ich dir nur empfehlen. Nicht. Lipödem. Tch, never skip leg day. Seriously? Ach, das sind doch nur ganz normale weibliche Rundungen. Manche Frauen beneiden dich darum. Ja. Nee. Also man sieht dir die Schmerzen gar nicht an. Wo tut's denn weh? Hier? Oder da? Oder da? Hier, ich greife mal da rein, ne? Tut das nicht! Was? Wie? Ach, das ist doch nur eine Ausrede, damit sie kostenlos Fettabsaugung bekommen. Ja. Es ist nämlich auch wundervoll, sich mehreren Operationen unterziehen zu müssen, nur damit man schmerzfrei leben kann. So, meine Lieben, das war's mit meinen 15 Dingen, die man als Lipödem-Patientin nicht mehr hören kann. Und vielleicht fallen euch ja noch weitere Dinge ein, die ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben könnt. Ich bin sehr gespannt und natürlich dürfen auch alle mitmachen, die nicht an Lipödem erkrankt sind. Was sind so typische Sätze, die ihr nicht mehr hören könnt? Ich verlinke euch hier nochmal meine Videos zum Thema Lipödem. Da könnt ihr euch gerne durchklicken, falls euch das Thema interessiert. Und falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mich auch gerne jederzeit auf meinen Social-Media-Kanälen kontaktieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Das Ganze ist natürlich kostenlos und ja, bis zum nächsten Mal!